warten wir noch kurz, bis der Sauerstoff an die 90% ist und dann können wir weiterspringen. Feuer dürfte ja nirgendwo eins sein. Und Sprung. Wir wollen erstmal dahin, dann dahin. Ah, wir haben noch so viel Zeit, wenn wir hier im Nebel bleiben. Aber trotzdem, erstmal dahin, dann dahin und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht in den Ionensturm springen. Es ist zwar sehr nervig, im Ionensturm zu kämpfen, aber die Gegner haben meistens den genauen, sind genauso davon betroffen. Das heißt, die werden auch nicht besonders gut kämpfen können. Müssen wir uns dann überlegen. Erstmal dahin. Und... oh oh. Ah, wieder ein automatisches Schiff, aber mit drei Schilden. Oh nee, komm. Obwohl, wir können es mit der Ionenbombe ausschalten. Also ja, es ist wieder ein automatisches Schiff, diesmal ein besser ausgerüstetes. Und es fliegt wieder um so eine Sensorenstation rum. Nein, um eine kleine Rebellenstation, nicht um eine Sensorenstation. Trotzdem wäre es schon interessant, was da drin ist. Also drei Schilde sind echt knackig. Und wir wissen nicht, ob er Drohnen hat, um Raketen abzuschießen oder auch Ionenbomben. Wie auch immer man Ionenbomben abschießen will, weil die ja teleportieren, aber ich glaube, das geht. Ich sehe eine Waffe da. Sonst sehe ich keine Waffen, aber das glaube ich nicht. Aber gut, wir probieren es. Wir versuchen gleich am Anfang die Ionenbombe in deren Schilde zu teleportieren, damit sie ausfallen und wir sie zerstören können. Wenn es aber nicht so gut klappt oder der einfach hier überall noch Waffen ausfährt, versuchen einfach möglichst lange auszuhalten und springen dann einfach weg. Das kann man ja auch, haben wir bisher noch nie gemacht, aber das kann man auch. Also greifen wir an. Es sind nur zwei Waffen. Einmal ein Burst Laser Stufe 1 und eine Ionenbombe. Ja, das dürfen wir hinkriegen. Also, Ionenbombe auf die Schilde bitte. Er kommt nicht durch, sehr gut. Sauerstoff weg, Artillerie rein. Und wow, er macht das gleiche wie wir, ja. Aber hat es nicht ausgeschaltet. So, unsere Ionenbombe hat es geschafft. Ah, und dadurch gehen nicht die ganzen Schilde flöten, sondern nur anteilig. Also Burst Laser hinterher. Komm schon, komm schon, komm schon. Ein Treffer ist so. Er klopft das Feuer aus, sehr gut. Burst Laser wieder auf die Schilde, bevor sie sich erholen können. Und wo landet die Bombe jetzt? Hat doch eben auf uns geschossen. Na gut. Wir schmeißen mal eine Ionenbombe auf die Waffen. Wir haben genug Raketen und schießen mit dem Burst Laser weiter auf die Schilde. Ah, sehr schön. Damit hätten wir ihn. Der ist ganz schön zäh. Komm, weiter auf die Schilde. Und jetzt auf die Waffen. So, Sauerstoff. 46%. Sollten wir auch langsam wieder umstellen. Außerdem hält er eh nicht so lange durch, bis die Artillerie aufgeladen ist. Genau. Wir kriegen 27 Scrap. Und was macht die Station? Einmal System-Repair-Drohne und 13 Scrap. Jo, besser als nix. Und die könnten wir auch benutzen, wenn wir genug Energie hätten. Apropos Energie. Wir wollten uns noch einen Punkt holen, damit wir durchgehend die Artillerie auf Stufe 2 haben können. Und wir bräuchten eigentlich noch viel mehr Energie. Aber gut, ja, den einen Punkt holen wir uns erstmal. Es juckt mich ja schon ein wenig in den Fingern, die Artillerie auch weiter zu, aufzustufen, aber wir sollten auch demnächst mal Richtung Schilde gehen. Und wir brauchen immer noch jede Menge Waffenkontrolle für die nächsten Waffen. Aber ja, wir haben jetzt einen Punkt, der kommt in die Artillerie. Wir sind so weit repariert. Sauerstoff ist auch wieder auf 90%, dann springen wir weiter. Wir haben immer noch sehr viel Zeit. Wir könnten also eigentlich da hinten hinspringen und dann wieder hier hin, dann weiter. Ja, das mache ich doch mal. So, ein Mantis-Schiff mit zwei Schilden. Ja, und die wollen uns angreifen.
Nichts Neues also. Sie haben einen Raketenwerfer, das ist nicht so schön. Ionenbombe auf die Schilde. Dann werden wir aber nicht die Schilde weiter runterprügeln, wie ich sonst so gerne mache, sondern wir gehen gleich auf die Waffen, damit die Rakete nicht feuern kann. Also nicht nochmal feuern kann. Oh. Erstmal ein Level-Up am Piloten und dafür ein Treffer bei den Schilden. Komm schon, Ionenbombe auf die Schilde. Trifft bitte. Sehr schön. Burst Laser auf die Waffen. Ein Treffer. Du dober Bangs. Nächster Raketentreffer bei den Antrieben. Ah, der ist ganz schön runtergeprügelt. Okay, Burst Laser wieder auf die Waffen. Ionenbombe schon mal wieder auf die Schilde. Genau. Burst Laser wieder auf die Waffen. Er ist fleißig am Reparieren. Sehr gut. Waffensystem zerstört und ganzes Schiff zerstört. Okay, Scrap 31, das Wichtigste. Und du musst unbedingt in die Krankenstation. Und du kannst so lange mal ein bisschen beim Reparieren helfen. Du machst ja sonst nichts, außer in deiner Pilotenkanzel zu hocken. Hm? Aber er ist jetzt auch schon auf maximaler Stufe. Genau wie er auch fast auf maximalem Antrieb ist. Und er noch eine Weile entfernt von maximalem Schießen. Aber ja, ich habe gerade in den Kommentaren gelesen, von Folge 12 war das, glaube ich, dass wenn hier jemand drin ist im Waffensystem, das nicht die Trefferchance beeinflusst, sondern nur die Recharge-Rate von den Waffen. Das ist natürlich schade, weil wir halt so oft daneben schießen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann einfach der neue Schwierigkeitsgrad sein oder irgendwas anderes. Na gut, du... Wir sollten erstmal das Ding auch wieder anschalten, hm? Sonst heilt er nichts. Genau. Dafür kannst du wieder in deine Pilotenkanzel zurück. Und wir sollten nicht mehr allzu viele Begegnungen provozieren mit der Hülle. Achso, King sollte auch noch repariert werden. Geheilt werden. Obwohl, King ist ein Engi, also ist ein Roboter. Na, dann passt reparieren jedoch. So, du dahin. Und jetzt springen wir wieder dahin zurück, wo wir eben gerade schon waren. Nämlich hier hin. Und springen dann dahin und dann zum Ausgang. In der Hoffnung, dass hier kein allzu schwerer Kampf ist und im nächsten Sektor gleich irgendwas ist, wo wir reparieren können. Oh, wir können tauschen. Zwei Drohnen gegen zwei, also zwei Raketen gegen zwei Drohnen. Nee, komm. Wir können noch lange keine Drohnen benutzen, weil wir Energie nicht haben. Und die Raketen verwenden wir jeden Kampf mindestens ein, zwei Mal. Also ignorieren. Das heißt, wir springen zum Ausgang. Gucken mal, ob da was ist oder ob wir gleich weiter können. Wir können gleich weiter. Nächster Sektor. Wir können in die Engi Homeworlds. Das klingt schon mal gut, weil die sind ja eigentlich freundlich. Es sind hoffentlich schön viele Geschäfte hier. Und kein Geschäft. Wir fliegen dann mal hier oben durch. Also wirklich diese Route hier lang. Dann sehen wir alle Sprungpunkte, die in der mittelbaren Umgebung sind. Und dann auch hoffentlich irgendwo da ein Geschäft. Das ist kein Geschäft. Ah, das Ding ist deaktiviert. Okay, wir könnten die Schiffsdaten runterladen. Wahrscheinlich kriegen wir dann eine Karte von dem Sektor, also wo was ist. Ich glaube, das riskiere ich. Oh, oder wir können ihn einfach zu Schrott verarbeiten, was 20 Scrap bedeuten würde. Ich glaube, ich nehme lieber das Scrap. Aber momentan können wir echt jede Menge davon gebrauchen. Und einen Kampf gegen den sollten wir nicht so unbedingt provozieren. Da könnte unsere Hülle noch weiter runtergehen und wir wissen immer noch nicht, wo ein Geschäft ist. Also wir scrappen den. Sprung. Und gehen hier mal weiter. Hilfe wird gebraucht. Gefahr ist vorhanden. Ach, das sind die fiesen Engi. Wir haben diese Nachricht schon zwei, dreimal gelesen und jedes Mal war es eine Falle. Dieses Mal auch. Und selbst wenn es eine Falle ist, wollen wir die Falle nicht vielleicht auslösen? Wir sind auf Hälfte der Hülle.
Ich will nicht zu sehr auf Sicherheit basieren, sonst schaffen wir das Ende wieder nicht. Das wäre nicht so toll. Na komm, wir gucken mal nach. Ja, und das sind wieder dieselben Leute, die uns. Oh nein, gar nicht. Es ist eine Raumstation, die um Hilfe gerufen hat. Und die hier greifen die an. Ah, okay. Also es sind nicht immer irgendwie Piraten, die sich für nicht Piraten ausgeben. So, wir haben zwei Schilde. Wir haben keine hochgefahrenen Waffen. Das ist ja komisch. Oder das Schiff ist einfach falsch designt. Na gut, wir hätten gerne die Ionenbombe auf den Schilden. Sobald. Oh oh. Da haben sich gerade zwei Mantis rüber teleportiert. Das ist gar nicht gut. Du greifst mal da an und du hilfst da auch mit. Obwohl, bleib mal da stehen. Und du kommst damit hin. Das ist doof. Okay, kämpft da. Könnt ihr sie da reinlocken? Nein, könnt ihr nicht. Aber Sauerstoff zerstören ist nicht so schlimm. Das können wir wieder reparieren. Wir machen einfach mal den Sauerstoff aus. Tun dafür die Energie in die Antriebe zum Ausweichen. Schießen jetzt mit dem Burst Laser auf. Noch nicht auf die Schilde. Oh, nicht gut. Komm schon, Ionenbombe. Und daneben. Mist. Okay, wir schießen mit dem Burst Laser auf die Schilde und kommen wahrscheinlich nicht durch. So, und jetzt sind die zwei Mantis da, bei uns sind zwei Mantis, aber unsere werden nicht geheilt, weil das kaputt ist. Ah. Du helf mal mit. Aber wir müssen da unbedingt ein Auge drauf haben, weil er sehr schnell Schaden bekommt. Ist halt kein so guter Nahkämpfer. Und auch von der Rasse her nicht für den Kampf ausgelegt. Die Ionenbombe kommt wieder aufs Schild, wenn sie denn fertig ist. Und wir haben zwei Punkte über. Wie kommt denn das? Achso, die beiden sind kaputt. Und überall fliegen Laserstrahlen. So, Lebenspunkte sehen noch okay aus. Sauerstoff ist kaputt. Ist bei 82%. Und anscheinend repariert King die Krankenstation und kämpft nicht mit. Doch, er kämpft mit. Wenn du die Krankenstation reparieren würdest, müssten wir gar nicht kämpfen, weil dann würden die geheilt werden. Also, unserer ist schon ziemlich angeschlagen. Wir könnten ihn abziehen, aber dann hätten wir zwei Mantis gegen einen Mantis und ihn hier. Ich kann nicht wirklich gut die Lebenspunkte von den anderen sehen, aber ich glaube, die sind genauso weit runter. Ich werde einfach ganz langsam weitermachen. Und sie haben sich wegteleportiert. Sehr schön. Also, ihr werdet da geheilt. Du reparierst den Sauerstoff. Die Ionenbombe geht immer noch aufs Schild. Und wir hoffen mal, dass deren Salve, die gerade gefeuert wurde, uns nicht zerlegt. Das war okay. Und wir treffen. Sehr schön. Alle Laser auf deren Waffen. Deren Crewmitglied wurde umgebracht. Und wir zersäbeln sie. Schöne Sache. Das sah kurzfristig echt knapp aus. Vor allem mit den Lebenspunkten von den beiden Jungs hier. So, Banks, geht zurück zu den Waffensystemen für schnellere Aufladen. Ionenbombe wieder auf die Schilde, die werden bald repariert. Burst Laser auf die Waffen, damit der da auch stirbt. Genau. So. Burst Laser hinterher, auf die Schilde. Und du gehst bitte zurück zu den Schilden. So. Alles gut. Wir haben zwar 3 Punkte oder so Höhlenschaden bekommen, aber dafür jetzt 39 Scrap. Und wir gucken mal, was wir bei der Station bekommen. Richtig schön wäre, wenn sie uns reparieren würden. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, okay. Dankbarkeit. Mögliche Chance von Defeat. Von Vernichtung ohne Assistenz sind 85%. Ihr könnt euch eine Belohnung aussuchen. Okay, wir können Treibstoff nehmen, eine Waffe, eine Drohne oder einen blauen Text. Blaue Texte sind eigentlich immer gut. Und diesen blauen Text haben wir wegen unserer Engi-Crew, also dem, wie heißt der, King. Er sagt jetzt, Gefahr ist noch nicht überwunden. Momentane Mission ist sehr wichtig. Protokoll 5234. Ja, keine Ahnung, was das macht. Und ich hätte eigentlich ganz gerne eine Waffe. Aber was sind wir, wenn nicht neugierig? Wir gucken mal, was Protokoll 5234 ist. Ha! Das ist eine sehr schöne Sache. Wir wurden anscheinend repariert, sogar ziemlich viel.
Wir haben 19 Scrap bekommen, ein Heavy Laser Mark 2 und ein Questmarker für die Karte. Okay, ich mag Protokoll 5234 und wir sollten nochmal unseren Sauerstoff wieder anstellen. So, Heavy Laser 2 schießt 2 Schüsse, die 2 Schaden verursachen. Der Haken ist, und er braucht auch 3 Energie. Aber ja, für später ganz praktisch. Und wir haben jetzt jede Menge Scrap. Sehr schön. Und was für ein Questmarker war das? Da ist schon mal ein Geschäft und da ist der Questmarker. Da ist noch ein Notsignal. Wollen wir zum Notsignal, bevor wir zu dem Geschäft gehen? Ja, ich denke schon. Aber erstmal einen kleinen Cut. Das machen wir dann gleich. Also bis dann.